Da bin ich. Mit Licht. Da muss ich lang. Also das Spiel spawnt einen irgendwie immer in eine random Himmelsrichtung, habe ich das Gefühl. Oh. Wo genau sind wir? Ich glaube nicht, dass an der Stelle ein Loch ist. Überirdisch. Okay. Ich hätte jetzt einen Dungeon erwartet, aber sieht erstmal nicht so aus. What the fuck is this? Ist das ein Cross? Nee. Damn. What is this? Kann ich so weit nach oben schießen? Nee, ist nichts. Gut, gut. There are no secrets in the game. Enjoy. Stimmt, hatte der eine Typ nicht irgendwas von Purple Paradise geredet? Aber irgendwie mit einem Sarg. Aber den werde ich auch jetzt bestimmt hier bei den Gräbern finden. Plants. Jetzt kommen wieder die Orbital Laser. Direkt in das pflanzliche Geschlechtsorgan. Und schon habe ich den Episodentitel. So einfach geht das. Immer noch unterirdisch. Mein Pferd könnte ich hier rufen. Bisschen Double Hand Action hier. Bis ich merke, dass ich wieder unbedingt blocken muss. Da geht's einfach hoch. Und hier geht's anscheinend nur runter. Wo bin ich? Irgendwo hier im Abgrund, okay. Huh.
Und an welchem gottverlassenen Ort komme ich jetzt raus? Auf jeden Fall sind hier schon mal kleinwüchsige Dudes. Die sich selbst vergiftet haben, sehr gut. Why do I even try? Poison, war ich hier schon mal? Ich kann mich nicht an kleinwüchsige Leute erinnern. Im Niemandsland. War ich hier schon? Ich glaube schon, weil ich hier irgendwie so durchgekommen wäre. Ich renne hier einfach nochmal durch. Da ist ein Gegenstand. Ah, okay. War ich hier doch nicht? Oder ich habe mich gründlich durchsucht? Ja, kann ich mich nicht erinnern. Festive Grease? Codes Armament? Festive Incantation? Runes on Landing Attacks? Ich greife Gegner an und kriege Runen? Cool. AKA wertlos. Weil viele können das ja nicht sein. Das kann ja nicht zum... Oder? Aber auf jeden Fall im New Game Plus 5 wird mir das hier nichts bringen. Aber... Und erst recht nicht in einem DLC, wo man erst hinkommt, wenn man Moog töten muss. Ich verstehe dieses Spiel nicht, wirklich. Das ist so, wie wenn man in Dark Souls 1 diesen Ring bekommt, wo Gegner dir doppelt Damage machen. Also ja, offensichtlich ist es so ein Challenge-Run-Ding. Aber da ist ja das Problem, warum ist das am Ende von dem DLC, wo man das kriegt? Warum nicht als Starting-Item? Weil ich kann ja den Challenge-Run nicht erst anfangen, wenn ich mit dem Spiel schon fast durch bin. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Drache? Nee. War ich hier schon mal? Hundertprozentig ja. Bin ich hier nie runtergegangen? Weiß ich nicht. So, wo war jetzt der andere? Irgendwie dann einfach hier lang? Ach. Too many options and none of them are good. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, wo ich herkam. Kam von da. Von genau da. Ach gut, dann muss ich ja jetzt hier irgendwie geradeaus, sondern rechts. Geradeaus ist nichts. Retz. Ein seltener Gegenstau. Oh. Wieder ein Pott, den ich craften kann. Schon der siebte mittlerweile. Oh, das siebte Rezept. Wahrscheinlich habe ich schon irgendwie 12 neue Pots. Also die Map darf man nicht aufrufen im Kampf, aber das Menü. Okay. Was sagt denn die Lilly?
Poison. Velvety Sleep. Acquire Hefty Poison Pot. Natürlich hätte ich auch drauf kommen können. Hier darf ich springen. Auf den kleinen Vorsprung oder richtig weit nach oben? Ist das überhaupt was zum Springen? Ach so, nee, das ist so ein Wellspring, den ich nicht kaputt machen kann. Okay. Das Spiel verblüfft mich mehr und mehr. Weiß ich hier überhaupt, wo hier eine Karte sein soll? Irgendwo da ganz hinten. Hallo, I am home. Das hier kommt mir irgendwie bekannt vor, aber hier war ich noch nicht. Talisman of the Dread von dem Drachen. Was? Lass mich raten, ich krieg doppelt Damage. Ah, wo ist es? Da ist es. Raise Potency of Magma, okay. Weiß ich schon mal, was sein Deal ist. Dread Dragon of the Jagged Peak, whose roars cause the peaks molten fury to boil and churn. Ich kämpfe also gegen ihn in einem Vulkan, ja? Bale was the foul dragon's name, a terrible harbinger of destruction, whose challenge to the ancient dragon lord ended in grievous mutual injury. Er wurde also auch gedamaged. So, dann sag mal was über den Dread Drachen. Oh, Bale, Tyrant Drake, do your wounds yet ache? Is your fury still yet to crest its zenith? Hurry, hurry, and lay it all to waste. Lay waste to the proud, the conceited, each every last one of that arrogant lot. Perish. The Moon. War es das hier? Könnte sehr gut sein, ja. Also ich gehe jetzt hier in irgendeine Wand rein. Aber jetzt muss ich erstmal rausfinden, was das mit dem Wellspring auf sich hat oder wo der hier überhaupt ist. Muss ja in der Nähe sein. Hier ist auch einer hier oben drauf. Hallo. Ach so. Ach, Spirit Spring, so heißen die Sprungdinger. Ah. Jetzt verstehe ich. Und jetzt komme ich ja an der Stelle raus, wo ich schon mal war. Joink. Oder auch. Ja, gleich dann. Was war hier oben? Weiß ich schon gar nicht mehr. Joink. Skadu Altus und ich. Okay. Fort of Reprimand. Und war ich hier anscheinend noch komplett gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich hier nicht irgendwie hochkam. Omen. Killer. Da draußen fährt irgendwas. Da ist noch ein Bonfire. Hello Chest. Das ist ein Mesmer Castle hier.
Hier könnte ich einfach runterspringen. Ja, klingt gut. Nope. Kann man nicht. Kriege ich das trotzdem irgendwie hin? Nope, kriege ich nicht. Doch. Ist das intended? Ich weiß es nicht. Glaube nicht. I don't give a fuck. Was fällt hier draußen rum? Iconic Enemies. Und wäre man hier vielleicht doch schon hingekommen, wenn hier so zwei Bonfire sind? Wie wäre man hier hingekommen? Das sieht aber nicht so aus, als würde man hier irgendwo hochkommen. Aber warum sind denn die Bonfire so nah nebeneinander? Außer ich hätte eben halt da jetzt nicht runterspringen können. Was ist das denn hier? Ist es mir das wert? Das Risiko, dass das hier eine Trap sein könnte. Ja, ist es. Cool. No Trap. Jo. Glück gehabt. Hier werden die Leute aufgehangen. Was auch keinen Sinn ergibt, weil so funktionieren Galgen nicht, aber... Hallo. Wo ist eigentlich der Typ, der runtergefallen ist? So viel Damage. Die droppen diese Shards. Die Geigen sind ja eigentlich so gedacht, dass dann hier eine Falltür ist, damit die dann eben ne, das Genick gebrochen wird. Aber warum hängen die so weit oben? Außer die werden halt einfach hochgezogen, aber weiß ich nicht. Will mir das Spiel was sagen? Was ist denn die Story von diesen Dingern? Exceedingly rare, ja, merke ich. A bone fragment touched by gold. Muss ich irgendwann mal gucken, was man damit craften kann. Wahrscheinlich diese Goldohr-Dinger, die man für viel Geld verkaufen kann. So, da ist ein Loch. Und sonst war hier nichts. Hier ist ein Durchgang. Ist jetzt hier drin noch ein Bonfire? Noch nicht. Pickled Lvar. Folterinstrumente. Ach, die gute alte Streckbank. Und die riesige Axt. Hier ist eine Leiter, ja gut. Hallo. Spirit Grave. Immer nur Crafting-Material hier. Und Upgrade-Material.
Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Eine Iron Maiden, die da rumfährt. Festive Gries. Achso, nee, die wurde von draußen getriggert, oder wie? Traurig. Nun bin ich... Jetzt bin ich wieder bei dem Bonfire. Stimmt, ja. Ich höre irgendwas fliegen, aber ich glaube, das ist die Iron Maiden, die nicht weiß, was sie tun soll. Dude. Na, wenn der mir keinen Ash of War von ihm selbst droppt, was sehr merkwürdig wäre, aber... Hello. Crucible adjacent? Ist auch merkwürdig, dass man hier einen Boss hat. Mit keinem festen Bossraum. Auch interessant. Vorteile. Idiot. Ich glaube, ich war sein Boss. Aspect of the Crucible Wings. Das hört sich interessant an. Cooler, cooler, normaler, nicht Bossraum. Hätte man hier auch einfach hochlaufen können, okay. Eine Leiter auch noch. Aber vielleicht wäre ich hier reingegangen und dann wäre da eine Wand gespawnt, hätte auch sein können. Okay.
Hier oben ist jetzt eine Truhe mit hoffentlich einem Fragment. Schon mal eins von zwei bewahrheitet. Jukenau Kräft Gries. Okay. Mhm. Devout Battlefield Priest. These keepers of the faith fought bitterly to spread their gospel in the realm of shadow, where he there was no earthly to gaze upon. Mhm. From the life forms of the crucible. Cringe. Jetzt muss ich hier irgendwie aus dem Castle rauskommen zu dem Bonfire da. Nee, da. Kann ich hier runterspringen? Sieht nicht gut aus. Was war in diesem Loch? Ich wette einfach nur der Folterraum. Da gehe ich einfach mal. Hier in der Mitte war ich nicht. Bin ich hier? War ich hier schon mal? Ja. Da ist ein Weg, da führt das zum Bonfire und sonst fährt. Man hätte doch locker hier auch irgendwie hinkommen können, dass dann hier so der Anfang gewesen wäre. Weil ich bin ja, vor allen Dingen ist hier auch dieses Multiplayer-Ding. Da bin ich irgendwie von da gesprungen. Wo ist das? Da bei dem Wasser. Ja, aber da kommen wir ja auch nicht hin. Dann kann ich ja da jetzt hin. Ich sollte mich erstmal hinsetzen. Oh, ist mir warm. Oh. Und irgendwo kämpfen die Dudes wieder. Ja, aber hier komme ich doch nicht hoch. Wie kommt man denn da so? Da muss ja hier ein Spirit Wellspring irgendwas sein. Oder ich kann einfach hochspringen. Aber weiter komme ich dann auch nicht. Nee. Ist jetzt hier irgendwie noch ein Durchgang links? Ach, hier ist ein Weg. Hilfe. Als ob ich hier nicht war. Warum ist hier ein Drache? Very well, Ghost Flame, Boy, Man, Dragon. Ja, schießt auf mich. Stimmt, die habe ich hier gesehen. Bin ich nur weggerannt. Ja, ne, lohnt sich gar nicht. Muss ich beim ersten Mal genauso konkludiert haben. Wie komme ich da oben zum Wasser? Während die da um ihr Leben kämpfen, suche ich mir hier irgendeinen Hot Spring. Na, da würde ich aber auch nicht reingehen wollen in das Wasser. I don't want any trouble. Or do I? Nee.
Ja, aber hier ist sonst auch weiter nichts. Nicht mal ein Billo-Gegenstand. Wofür ist das denn? Einfach nur damit man sehen kann, ist Karte. Kann ich hin. War ich bei der Säule schon mal? Muss. Ist das die hier? Nee. Ist komplett woanders. Ja. War ich da schon mal? Weiß ich nicht. Ah ja, da war ich hundertprozentig. Oder? Ja. Wo kann ich jetzt lang? Wo war ich noch nicht? Auf jeden Fall kann ich das Shadow Keep machen. War ich hier schon? Nee, da bin ich. Nee, genau, hier muss ich noch hin. Oh. Game World too big and empty. Stehe ich jetzt in der richtigen Richtung? Ja. Hier war der Poison Rot Bullshit. Naja, Rot weiß ich nicht. Ich erinnere mich. Ist mein Pferd tot? Noch nicht. Hier sind wieder die Bewachervögel, die nichts bewachen. Absolut gar nichts bewachen. Ein mittelseltener Gegenstand. Okay, fair. Okay, dann gibt es also eine ganze Rüstung von denen zu finden. Das Homing ist krass. Und sie können einfach um Ecken schießen. Habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Ja. Und wofür? Für einen Crafting-Gegenstand. Er weiß es, aber er macht es trotzdem. Hier kann man hochspringen. Oh, nee, ne? Nee, nee. Ich hoffe nur hierhin. Ich hoffe nicht alles. Don't do it. Don't do it. Don't. He did it. He jumped. Okay, nee. Ja. War ich hier nicht schon mal drauf? Habe ich mich hier nicht wegen irgendwas aufgeregt? Ja, habe ich. Okay. War ich hier doch schon mal? Anscheinend schon, aber... Oh. Auf der Seite sind auch Vögel. Wo war jetzt dieser allgegenwärtig wichtige Gegenstand, den ich unbedingt brauche? Hier in der Mitte. Oh. Lohnt sich alles nicht. Das ganze Spiel lohnt sich nicht. Leider kein Crafting-Gegenstand, aber fast genauso unwichtig. Hier ist ein Durchgang? Warum? Potman, hatte ich den schon? I guess. Habe ich die Gegend schon komplett abgesucht? Das wüsste ich aber, weil dann hätte ich mich ja noch viel mehr über die Gegner hier aufgeregt. Und das vergisst man ja nicht. Da ist so ein Judex Gandir-Typ. Und hier ist Poison Rot, sagst du? Scarlet Rot.
Was ist das für ein langes Wort? Wo bin ich? Wo ist er? In dem Moment, wo ich trinke, triggert er seinen Angriff. Okay. Digga, komm doch einfach auf mich zu. Du Lee. 6000? Und was ist hier auf Note? Nothing. Sub. Oh shit, he's coming at me. Ein Bonfire? Werde ich verfolgt? Nein. Ah. What awaits? Nichts. So wie das hier aussieht, absolut gar nichts. Fucking emptiness. It's just some fucking trees. Was ist das für ein Turm? Ist der das? Nicht? Da oben ist irgendwo ein Turm. Ja, okay, interessiert mich nicht. Ich hätte weiter oben lang gehen sollen. Ich gehe wieder oben lang. Komme ich überhaupt lang? No. Ich muss gestehen, dass mein Hintern ziemlich wehtut vom Sitzen, seitdem ich meinen Fußhocker habe. Also wird die Belastung von den Beinen direkt in den Arsch transferiert. Ist irgendwie nicht cool. Ja, ich finde, sorry, ich weiß nicht, warum ich hier rumlaufe mit dem Gedanken auf, vielleicht finde ich irgendwas. Offensichtlich liege ich ja falsch. In 90% der Fälle. Aber die 10%, die zwingen einen halt dann eben doch rumzugucken. In der Hoffnung, dass man mit 10%iger Chance irgendwas findet. Bear. I have found bear. I will fight bear. Bear will be fought. Hallo? Habe ich noch was gehört? Nein. Er riecht mich. Digga, was sind das für HP, die er hat? Oh. Boom, in den Vorhead. Kaum Damage. Er macht Viertel meines Damage? Das ist ja großzügig, du. Fuck. Frauen würden also lieber sowas hier im Wald begegnen als ein Mann. Wisst ihr Bescheid. Ich dachte schon.
Warum hatte ich ihn beim ersten Mal so schnell gestaggert und jetzt nicht mehr? Lieber hochheilen, weil wie ich das Spiel kenne, bringt es mich um, kurz bevor ich ihn töten kann. Für 13.000 Seelen. Crafting. Poop. Yes. Hornstruhen Excrement. New and exciting crafting material. The poison flower blooms twice. Scarlet Rot. Macht's jetzt Poison oder Scarlet Rot? Who the fuck knows? It is said that the deadliest of the horned predators enjoy the sport of hunting and devouring other creatures. Ja, Fleischfresser funktionieren so, ich weiß. Und nu? Alles hier nur für einen Bären oder wie? Hier muss auch mindestens ein Dungeon sein. Mindestens, sagt er. Oh, this rock looks very important. Let's explore. Throwing daggers. Noch. Zwei Bären. Summoning Pool, okay. Wie viele Bären finde ich noch? Show me what you are made of. You are made of me. Greif doch an. Rugalea. Ich bin in seinem Anus. Wovon hat er denn gerade Damage bekommen? Hä, hey, was ist das? Hä, hey, das ist ein anderer Bär? Fuck. Ja, war ja auch zu einfach bis jetzt der Kampf. Jetzt muss ich eine halbe Stunde gegen den kleinen Bären kämpfen, bevor es ist.
fliegende Spinnskorpione. Ich bin in einem völlig neuen Biom. Weil ich ein bisschen nach links gelaufen bin, anstatt rechts. Hat da jetzt andere Bären gerufen? Das wäre höchst illegal. Gut. Kommen jetzt andere Bären? Nö. Was ist das? Ein Buch? Also ein Spell oder was? Incantation. Transform oneself into a great bear. Damit ein Vampir Sex mit mir haben kann. So, jetzt darf ich das andere Biom untersuchen. Finde ich hier dieses Ding zum Aktivieren noch? Oder sollte ich damit gleich aufgeben? Also viel Glück, hier so ein Ding zu finden. Da habe ich die Waldo-Augen nicht für, ey. So fliegende Spinnenskorpione, die keine Gegenstände verteidigen. Hier ist wieder Kacke. Ein Kack-Cookbook. Hefty Kack-Pot. Also weiß ich nicht, denken sich diese Schreiberlinge, oh, ich muss mein Rezept schreiben. Und dann lege ich es an einem Ort ab, was thematisch passend ist. Oh, ich habe die Wissenschaft rausgefunden, wie man mit Kacke wirft. Hier sind ganz viele Gräber. Eine Sackgasse, das gefällt mir. Aha, und ein Dungeon hier irgendwo. Kann ich den aktivieren? Ich versuche es. Ja.
Hier wird auch sonst nichts sein, außer der Eingang. Da verlasse ich mich drauf. Toll. Das ist hier ein Dude, dem ich irgendwie lauschen darf. Achso, die Gegner haben aufgegeben. Sehr gut. Gibt eben jetzt die Shit-Lore. Stop, avert your gaze from me. I beg, look away. Arg. Scorpion River. Oh boy. Oh no. Wann darf ich aufhören? Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Aber es war gefühlt eine Ewigkeit her. Ist unter mir irgendwas? Death. Ein bisschen mache ich noch. Sobald ich irgendwas sehe, wo ich einfach nur Nope zusage. Jetzt schießt er wieder auf mich. Und jetzt springen irgendwelche Gegner links und rechts von den Wänden runter. Nicht. Überraschend. Schießt mit irgendwas Winzigem und ich kriege heftig Damage. Ist das da so ein Shooty Boy? Oh no. Oh no. Ah, I have been ambushed. Ah. Okay. Death. Big Death. He will shoot death at me. Da sind irgendwelche Soldaten, okay. Ach ja, er muss mich nur angucken. Mit seinen Nicht-Augen. Das ist minimal problematisch. Ich hätte mich hinsetzen sollen an das Bonfire. Ich setze mich an das Bonfire und beende die Folge. Und dann hat er unendlich Range. Cool. Okay. Conceal Self. Make the caster semi-invisible. Das ist eine 50-50 Chance, dass die Dinger funktionieren. Jetzt hier ein Gegner, den ich wegmachen muss. Komm her, du Spasti. Ach,
Die Dinge können ja auch nie einfach sein. After a few seconds, das ist gerade mal eine Sekunde oder so. Ist das einfach nur, ist das eine Art Zauberer-Dodge? Weil die sich dachten, oh nee, hierfür bin ich zu faul. Ich mache einfach den hier. I am semi-invisible. It doesn't work. Fuck this. Sterbe ich, wenn ich runterspringe? Ich glaube schon, dann mache ich's. Joink. Just as intended. Da ist schon mal irgendwas. Gut. Gut, gut, gut. Das wird ein toller Datenschutz. Bye.